So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wer hätte das gedacht, dass das jetzt nochmal passiert, dass ich hier ein Video auf meinem Kanal bringe. Ich weiß noch gar nicht, was im Hintergrund laufen wird. Vermutlich Black Ops 2, denke ich mal, weil diesen Kanal habe ich auf diesem Spiel mehr oder weniger aufgebaut. Das wird dann für die meisten dann interessant sein, Black Ops 2 nochmal. Es war ein altes Call of Duty, aber immer noch ein ziemlich gutes. Und ich denke, die meisten Leute werden eher zu älteren CODs tendieren. Ob ich mir das neue Call of Duty dieses Jahr kaufen werde, weiß ich noch nicht. Eventuell aber auch nur, weil ich irgendwie so ein bisschen COD-abhängig bin, da ich einfach schon immer Call of Duty gezockt habe. Aber wenn ich das neue COD dann nicht viel spielen werde, mal schauen. Ja, ich habe jetzt schon wieder lange kein Video gemacht, das ist mir bewusst. Ich hatte einmal nach einer längeren Pause wieder probiert, meinen Kanal aktiv zu bekommen. Überwiegend Counter-Strike habe ich gespielt, weil das neue Call of Duty, das hat mein PC nicht mehr vernünftig aufgenommen, aber ich wollte ihn jetzt auch nicht aufrüsten, einfach nur, um das neue Call of Duty ruckelfrei aufnehmen zu können. Und ja, dann irgendwie war kaum noch Resonanz auf dem Kanal und dann war ich irgendwie zu faul, wieder alle Programme auf meinen PC zu machen. Nachdem ich dieses Virus drauf hatte, da habe ich ja das eine Video gemacht, dass mein PC krank ist. Und dann habe ich kein Video mehr gemacht. Dann habe ich den PC neu aufsetzen lassen nach dem Virus und dann ja, hatte ich keine Lust, die Programme drauf zu machen. Hier mit der Technik, mit dem Mikrofon hat auch wieder was nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, okay, ich lasse es jetzt einfach. Bei mir hat jetzt auch das Studium angefangen. Ich studiere jetzt Marketing und Kommunikation. Das ist quasi BWL, nur noch mit bisschen ja, speziellen Sachen. Und ich muss sagen, studieren ist wirklich ein bisschen zeitintensiv. Wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich auch jetzt eine Firma mit einem Kollegen leite für Sportbekleidung und zusammen mit Freunden dann Firma leiten, trainieren gehen, vorkochen für Fitness. Das ist schon sehr zeitintensiv. Deswegen denke ich, dass ich YouTube leider so in dieser Form ja, nie wieder führen werden kann, wie ich es damals getan habe. So mit 15, 16, das war schon irgendwie eine geile Zeit, wo man sich nur um ja, Games und YouTube so gekümmert hat. Und ich hatte dann auch irgendwann eine richtig geile Community. Ist ja klar, dass sie irgendwann geht, wenn man Videos nicht mehr aktiv macht über Jahre hinweg. Aber auf jeden Fall hatte ich eine sehr geile Community. Vielleicht sind noch ein paar Leute hier auf dem Kanal drauf, weiß ich gar nicht. Ich werde, denke ich mal, keine Ahnung, mein Leben lang noch auf diesem Kanal ab und zu mal irgendwie so einen kleinen Upload machen. Einfach, weil es mir halt Spaß macht, Videos zu machen, zu schneiden. Ja. Ich werde auch Half-Life 2, das hatte ich eigentlich mal einem Abonnenten versprochen oder mit ihm so abgeklärt, dass ich mal Half-Life 2 Let's Playe. Das wollte ich damals mit so einem speziellen Mod machen und dieser Mod, der lässt das Spiel ein bisschen besser aussehen, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr finde und jetzt habe ich das Game einfach angefangen, normal, und es sieht trotzdem gut aus. Also ich spiele das jetzt ohne den Mod und ich denke, ich werde das Spiel auch Let's Playen, einfach aus dem Aspekt, dass ich dieses Spiel, weil es ist wirklich ein Klassiker, das möchte ich noch auf meinem Kanal haben. Und aus diesem Grund werde ich jetzt auch nicht irgendwie 20 Parts oder sowas draus schneiden und meinen Kanal damit überfluten, sondern einfach nur ein einziges Video machen, was dann halt 5, 6, 7 Stunden lang geht, aber das ist mir dann egal. Wer sich das reinziehen möchte, der kann das dann machen. Ich werde es trotzdem ganz normal Let's Playen, einfach weil es mir Spaß macht immer noch. Und weil ich dieses Spiel auf meinem Kanal haben möchte. Vielleicht mache ich dann auch in Zukunft wieder hier und da ein Call of Duty Video. Vielleicht ein Indie-Horror mit einem Kollegen, weil das ist ja immer mal ganz lustig. Aber so meine Zukunft auf YouTube, ich denke mal, die beste Zeit ist sowieso rum. Ich hätte wahrscheinlich damals einfach weitermachen sollen, auch obwohl es mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich habe einfach nicht mehr Videospiele so gespielt, wegen dem Training. Da hatten sich dann meine Interessen etwas geändert
Und da habe ich dann halt auch keinen Sinn mehr gesehen, Videos zu machen. Also, es gibt sicher Leute auf YouTube, die Videos machen und keinen Spaß dran haben. Die es dann für Geld nur machen, aber das war halt nie meine Einstellung. Und ja, besonders mit 4000 Abonnenten kann man sowas noch nicht verfolgen, sage ich mal. Da braucht man schon ein bisschen mehr Abonnenten, aber ich habe das halt immer wegen Spaß gemacht und auch wegen Spaß angefangen. Deswegen habe ich das dann halt einfach nicht weitergeführt, was ich hätte tun sollen, aber so ist es halt, Leute. Manchmal erkennt man Dinge erst etwas später. Aber was man nicht ändern kann, kann man nicht ändern, muss man so akzeptieren. Und ich werde einfach in Zukunft ab und zu, denke ich mal, irgendwas hochladen, so wie ich Lust habe vielleicht, falls jemand irgendwie was Spezielles nochmal sehen will oder so, könnt ihr das natürlich auch immer in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, ich habe mir die Kommentare immer durchgelesen, immer geantwortet und geschaut, was ihr da so schreibt und auch dementsprechend reagiert. Das war mir immer sehr wichtig, auch mit den Leuten, mit dieser kleinen Community. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht nochmal was Besonderes, wenn man so eine kleine, enge Community hat, anstatt so eine riesige. Weil das war dann doch ziemlich persönlich und einfach schon ein bisschen familiär, was ich sehr cool fand. Vermutlich sehen das Video jetzt vielleicht noch 50 Leute oder so. Besonders wenn ein Upload einfach mal aus dem Nichts kommt, dann sieht man den vielleicht gar nicht. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was für Gameplays jetzt noch im Nachhinein hier drankommen, weil erstmals nehme ich gerade nur die Facecam auf und die Audiodatei, bevor ich das Gameplay habe. Deswegen keine Ahnung, was jetzt da laufen wird. Wer mich als Person weiterhin verfolgen will, ob ich mal einen Fitnesskanal noch eröffne, weiß ich nicht. Wer mich so verfolgen möchte, kann das machen auf Snapchat oder Instagram. Da bin ich auf jeden Fall aktiv, besonders Instagram könnt ihr abchecken in der Videobeschreibung. Ansonsten, vielleicht kommt dann mal wieder ein Video, wie gesagt, das Half-Life 2 Let's Play auf jeden Fall, und dann muss ich mal schauen, ob ich noch irgendwas mache. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der Comment-Section wieder und dann, ja, macht's gut, Leute, ciao.